Guten Tag, mein Name ist Sascha Falter. Soll-Ist-Vergleiche gehören zu unseren alltäglichen Analyseaufgaben und heute zeige ich Ihnen, was sich dahinter verbirgt. In der Fertigung von Bauteilen können schon kleinste maßliche Abweichungen schwerwiegende Folgen haben. Sie beeinträchtigen die Qualität und können sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Außerdem gehen durch eine fehlerhafte Fertigung Kosten und Zeit verloren. Mit einem Soll-Ist-Vergleich kann bereits am Prototyp geprüft werden, ob ein Bauteil den Anforderungen entspricht. Das kann optisch, taktil oder auch per Computertomographie geschehen. Die generierten Daten werden als 3D-Modell ausgegeben und können mit einer speziellen Analysesoftware, etwa mit ZEISS Inspect, ausgewertet werden. Beim Soll-Ist-Vergleich schauen wir uns die Abweichungen zwischen dem Soll- und Ist-Zustand als Falschfarbenvergleich an. Dabei wird die jeweilige Produktspezifikation, also die Toleranz gemäß Zeichnung, abgeprüft. Wichtig ist, die jeweilige Ausrichtung, die der Hersteller vorgibt, zu beachten. Soll-Ist-Vergleiche werden zur Qualitätssicherung in vielen fertigenden Industrien angewendet. In der Automobilbranche zur Oberflächenanalyse, in der Kunststoffindustrie zur Überprüfung von Spritzgussteilen, die sich durch den Wärmeeintrag verformen können. In der Medizintechnik werden Soll-Ist-Vergleiche zum Beispiel zur Überwachung von Prothesen eingesetzt, da jede kleinste Abweichung schwerwiegende Folgen haben könnte. Sie haben weitere Anwendungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.